Nicht wahr, Claude? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Gut. Nanü? Bist du von Shinra? Ja. Pfe, großspurige Rotznase. Wer bist du? Ich bin in dieser Stadt der... Bist du nicht Cloud? Kennst du mich nicht? Du bist Tifas. Richtig, ich bin Tifas Vater. Ich möchte, dass du dich von meiner Tochter fernhältst. Du was? Diese Villa? Nein, das kommt später. Also es ist wirklich so aufgeteilt, wie es gehen muss. Na gut, gehen wir hier schnell rein. Willkommen. Bist du nicht? War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal, mach schon weiter. Na gut, gehen wir weiter. Ja. Also, wie kann ich dir helfen? Klär mich über die Lage der Stadt auf. Zur Lage in der Stadt. In den letzten Jahren sind viele Monster aufgetaucht. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. In einer kleinen Stadt passiert nicht viel. Es war noch, als sie hier den Reaktor bauten. Als er im Bau war. Aber als er fertig war, ging's bergab. Innerhalb weniger Jahre gingen die Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfach zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Dann können wir aufatmen. Gut. Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan und ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Hast du Tifa? Tifa ist begabt, sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Okay. Ist bloß das Lager. Also, wie kann ich dir helfen? Wo ist Sephiroth? Ja, er ist oben. Gehen wir mal zu Sephiroth. Ach Mensch. So. Was schaust du so? Diese Gegend, ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Okay. So. Kann ich mit dir quatschen? Wir haben ein Bett zu wenig. Tja, einer muss ja wach halten. Ja, sprich doch endlich. Also wie kann ich dir helfen? Ich möchte ein Zimmer. Das geht klar, es ist alles für Shinra-Leute reserviert. Aber wäre es dir nicht angenehmer, zu Hause zu sein? Ja. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Wenn das Richtige war, genau. Hey, sonst erinnere mich nicht an nichts mehr. Das ist in Ordnung, Cloud. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Gehen wir noch ruhig hoch, wa? Da geradeaus zu. Da vorne ist der Mount Nebel. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Wie geht's weiter hier?
Mit dieser Villa geht später weiter, wissen wir. Nein, das kommt später. Ich hab keinen Schimmer, wie es weitergeht hier. Mal sehen. Blub, blub. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zum Makroreaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Okay. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert... Kennen wir die nicht? Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe 2 Soldier als Leibwächter. Ich heiße Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa, du bist die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich, lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Gut. Der Lächeln. Klack. Prima, dankeschön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Na dann. Am Mount Nebel wurde ein Reaktor gebaut. Makroreaktor gebaut. Oh, noch ganz oben. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Ab hier wird schwer, mir nach. Ist ja gut, ich will hinterher. Oh, die Brücke. Ups. Da war die Brücke weg. Und Sephiroth ist da. Huh. Es scheint keinem was passiert zu sein. Es ist der Rückweg. Jetzt ist der Rückweg jetzt versperrt. Die Höhlen sind miteinander verbunden. Die Gänge im Ameisenhaufen. Nee, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück weiter. Weiter, ab jetzt gehen wir gemeinsam. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, selbst agieren. Ja, genau. So. Blitz 3. Gut. Brauchen wir schon gar nichts mehr machen. Oh, das war Blitz 3, ist ja glaube ich Blitzgar, wenn ich mich recht entsinne. Ab hier rein.
Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Marco-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel Marco, deshalb wurde hier der Marco-Reaktor gebaut. Klasse. Geh einfach mal hier hoch. Geht's da nicht raus? Nee, schade. So. Sind wir hier? Achso. So. Und was ist das? Ein Marco-Brunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Marco-Reaktor weiter die Energie auswirkt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Marco-Energie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier, du weißt nicht einmal das. Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Aber das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte? Eine geheimnisvolle Kraft? Hab ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich sollte nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen wollte. Er war voller Komplexe. Ein Marco-Brunnen. Das ist also das Wissen des alten Volkes. Weiter geht's. Puh, das ist eine schöne lange Geschichte. Mal sehen, vielleicht packe ich die zusammen. Halbe Stunde Folge oder so. Mal sehen. So, hier kann ich wieder agieren. Jetzt kommt gleich ein Monster. So. Dornstarre. Immer auf Sephiroth. So, die sind weg. Gut. Weiter geht's. Blub. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben ganz schön umständlich gemacht.